Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloce Zock-Kanal zur weiteren Folge F1 2022. Ja, Leute, wir hatten auf jeden Fall einige spannende Rennen, ne? Zuletzt unter anderem das Rennen in China, das war natürlich komplett crazy. Wir hatten dann eine richtig gute Aufholjagd in Imola. Ist auf jeden Fall viel passiert. Bisher muss man aber sagen, läuft die Saison eigentlich auch dementsprechend gut, ne? Auch wenn mal nichts perfekt läuft, holt man trotzdem am Ende die Ergebnisse. Ich meine, bisher immer in den Top 5. Und solange man in jedem Rennen wirklich Punkte holt, ist das immer wieder ein Schrittchen Richtung Meisterschaft, ne? Zumindest wenn man auch Schadensbegrenzung betreibt, dass es dann eben alles halbwegs so läuft, wie es laufen soll, sagen wir es mal so. Wenn man mal die letzten Jahre anguckt, da hatten wir auf jeden Fall in den ersten 5 Rennen DNF. Im Jahr davor hatten wir auch einen DNF und im Jahr davor, nee, da nicht, aber da waren wir noch im Alpha und da war es deutlich schwieriger auch, ne? Also ist das erste Mal, dass wir innerhalb der ersten 5 Rennen immer in den Punkten waren. Und ich würde gar nicht so viel quatschen, wobei wir müssen auf jeden Fall unser Fahrzeug noch verbessern, ne? Wir haben ordentlich Ressourcenpunkte, wir können bei den Antrieb nämlich nochmal das letzte Teil anbringen. Ah, nee, können wir gar nicht. Erst am 2. November fertig, okay. Ist halt die Frage, wollen wir Chassis oder Aerodynamik? Dann wahrscheinlich eher Aerodynamik, ne? Da ist nämlich der Red Bull noch ein bisschen besser bisher als wir. Aber da könnten wir einen dicken Sprung nach vorne machen. Und haben wir hier genug Ressourcen? Ich glaube nicht, ne? Was könnten wir in Sachen Strapazierfähigkeit nochmal gucken? Ja, klar, auch knapp nicht. Okay, ne, haben wir. Doch, hier, Turbo. Ja gut, dann müssen wir nämlich auch noch besser werden, weil wir bisher wirklich am schlechtesten sind bei der Strapazierfähigkeit, naja. Wir kriegen also dann auf jeden Fall am 18. Mai zweimal Updates und dann einmal am 29. Mai. Damit wollen wir natürlich unsere Dominanz weiterhin verstärken, oder was heißt Dominanz? Eigentlich, wenn man ehrlich ist, so dominant sind wir auch gar nicht, ne? Wenn man auch die Leistung anguckt, da sind wir zwar vom Fahrzeug hier ganz oben und im Rennen sieht man das auch. Aber im Qualifying, muss man sagen, sieht man davon überhaupt nichts, ne? Ich habe eh schon ein paar Mal gesagt, manchmal ist diese Grafik hier ein bisschen irreführend, weil so krass spiegelt das manchmal gar nicht wieder, wie es im Rennen ist. Wenn man gerade mal die McLaren immer wieder beobachtet, die teilweise ja sogar vor dem Red Bull, Ferrari und Co. gerade auch im Qualifying ist, ne? Aber gut, die ist auf jeden Fall dazu genug gelabert. Wir gehen rein ins Qualifying hier von Miami. Wir gehen jetzt gleich in unsere entscheidende Runde. Und gucken mal, was für eine Zeit wir hier hinlegen. Gerade hier in Miami ist eine gute Qualifikation eigentlich wichtig, ne? Aber ich verkack's hier gerade schon so halb, ne? Mal gucken, was das am Ende hier wird. Das war auf jeden Fall nicht perfekt. Ja, das war alles andere als perfekt. Immer diese entscheidende Quali-Runde, ne? Die verkacke ich leider zu oft. Okay, zweiter Sektor war richtig stark von uns dafür. Der erste war so lala, der zweite war dafür umso stärker, das ist schön. Vielleicht schafft man es ja trotzdem in die Top 3. Wir schauen mal. Am Ende sind wir... Ah, 1, Dingens 5, 28,5. Ah, siebter. Ja, der erste Sektor war halt schlecht. Wie ich es vorhin schon sagte, Leute, ne? Ich meine, der McLaren stärketechnisch gar nicht da, wo er sein sollte. Trotzdem holt Lando Norris mal wieder eine Pole. Also es ist eigentlich unglaublich, wie krass die auch im Qualifying jedes Mal sind, ne? Dann haben wir Sainz minimal dahinter, auch Russell. Ich wäre wahrscheinlich auch irgendwo hier, ne? Hätte ich den ersten Sektor nicht so verkackt. Ich weiß, hätte Ellbogen bringt nichts, aber wahrscheinlich wäre ich dann auch irgendwo hier in den Top 3, vielleicht Vierter am Ende, weil es halt super eng ist, ne? Leclerc, Gasly und dann erst wir. Problem in Miami ist halt auch immer dieser extreme DRS-Zug. Das heißt, da muss man gucken, wie man nach vorne kommt. Das wird nicht einfach. Aber selber schuld, wenn man den ersten Sektor nicht gut gefahren ist. Wäre der besser gewesen,
bin ich mir sicher, hätte man noch ein, zwei Platzierungen mindestens gewinnen können, wenn nicht sogar die Pole holen können. Aber wir können das ja mal kurz mal schauen hier. Wenn wir mal den ersten Sektor vor allen Dingen nehmen von ihm hier. Eine 30,5 in seiner besten Runde gefahren. Und bei mir eine 30,7. Ja, das sind diese zwei Zehntel. Danach hatte ich eine 32,5. Und Lando Norris hat da eine 32,9. Okay, ist da viel langsamer gewesen. Aber 24,7 dann wiederum im letzten Sektor. Und da habe ich eine 25,2. Okay, sehr interessant. Irgendwie so krasse Diskrepanzen zwischen den Sektoren, ne? Aber gut. Gehen wir auf jeden Fall rein ins Rennen, schauen mal, was hier möglich ist und let's go. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Lando Norris ist gestern eine super Runde gefahren und startet von der Pole Position. Und ein sehr glücklicher Carlos Sainz startet vom zweiten Platz. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Russell, Verstappen, Charles Leclerc, ein Mercedes, Perez, Bottas, Joe und Kevin Magnussen, Oscar Piastri, Albon, Esteban Ocon und Tsunoda, Gasly, wegen einer früheren Gridstrafe geht's von weiter hinten los, Mick Schumacher, Sebastian Vettel und Lance Stroll, Latifi und heute... Ja, Leute, es regnet. Im letzten Rennen haben wir Punkte geholt. Strengen wir uns an, damit es so weitergeht. Also wir fahren hier erstmal im Regen, aber danach werden wir wahrscheinlich schon mal... Kann ich keine Dings nehmen? Ne, geht nur... Na, ich wollte eigentlich schon Trockenreifen nehmen, aber geht nicht. Es regnet auf jeden Fall, dann soll es aber relativ schnell wieder aufhören zu regnen. Dementsprechend durchaus sehr, sehr spannend mit gemischten Bedingungen. Es macht es aber auf jeden Fall schwieriger für uns, weil ich glaube, im Trockenen werden wir schneller. Aber gut, bringt ja nichts. Bringen wir die Regenphase hinter uns und versuchen dann im Trockenen aufzuholen. Gehen wir erstmal rein ins Rennen und let's go. Lange rot die Ampel, ne? Ui, ui. Boah, was macht denn der hier neben mir? Alter, das ist so wild manchmal, was die KI da macht. Okay, aufpassen. Aufpassen hier, ne? Immerhin sind wir unbeschädigt aus der Startphase gekommen, das ist schon mal gut. Auch wenn Perez uns überholt hat, was mir gar nicht gefällt. Bin bisher in Miami in Regen noch nie gefahren. Ich weiß auch nicht, wie wahrscheinlich es ist, dass es in Miami regnet. Passiert bestimmt auch mal, ne? Jetzt nicht wie in Saudi-Arabien oder so, aber trotzdem. Ist natürlich jetzt alles andere als einfach. Aber wie ich schon meinte, Regenphase überstehen. Und dann im Trockenen richtig Gas geben, ne? Weil ich natürlich auch ein Trockensetup habe. Also mithalten können wir. Wir sind sogar teilweise schneller. Aber sobald es an diese Stelle hier geht, haben wir keine Chance mehr. Ihr werdet es gleich sehen. Es ist einfach, einfach krass. Es ist nicht normal, wie er einfach davonziehen kann. Das ist immer noch das gleiche Problem wie am Anfang des Spiels. Es ist nicht mehr ganz so heftig, wie es mal war. Also jetzt geht es ja sogar noch, ne? Aber ganz am Anfang des Spiels hattest du auf der Start und Ziel hier, beziehungsweise ist ja nicht die Start und Ziel, auf dieser großen Gerade noch weniger eine Chance, weil einfach die KI auf der Geraden einfach viel zu overpowered ist. Also es ist wirklich brutal, ne? Wie die einen einfach davonziehen in dieser Einstellung, wo ich ja eben minimal dran war. Ich habe die Kurve gut bekommen, ich bin da dran und trotzdem Perez zieht mir davon. Naja, aber bisher kann ich gut mithalten im Regen, das ist das Positive. Also wir müssen einfach nur dranbleiben und dann, wenn es trocken wird, vielleicht hat man dann irgendwann eine Chance, richtig zu attackieren. Weil ich glaube, im Regen wird es eher schwierig, dass ich da wirklich einen richtigen Angriff starte. Nicht auf so einer Strecke wie, wie hier in Miami. Ich würde da so gerne reinstechen. Klappt es? Klappt es? Ja, es klappt. Wir kriegen sogar die Kurve gut. Es hat tatsächlich mal geklappt. Ah, Perez. Okay, wir haben Perez endlich mal. Wobei er natürlich hier wieder schnell ist. Aber auch nur auf den ersten Metern. Das ist nicht so... Obwohl, hier hat er jetzt auch mit Windschatten gefährlich. Es ist halt vor allen Dingen die ersten Metern. Da sind sie halt so überschnell, ne? Mit der Zeit geht es halt. Aber wir haben endlich mal Perez überholt.
Oh, Verstappen und Leclerc gehen in die Box. Verstappen und Leclerc gehen in die Box, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt schon Mediums nehmen, oder? Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,1 Sekunden. Der McLaren ist auch schon in der Box. Jetzt halt das Ding. Es kann wieder sein, dass die KI wieder so dämlich ist und jetzt trotz allem nochmal Intermediates nimmt, obwohl das keinen Sinn machen würde, weil es gleich abtrocknet. Das ist ja nur noch eine Frage der Zeit, bis die Strecke komplett trocken ist. Es macht allgemein jetzt eigentlich keinen Sinn, in die Box zu gehen. Aber ihr wisst ja, die KI ist da sehr unflexibel. Die geht dann einfach. Und man sieht, Norris hat tatsächlich neue Intermediates geholt. Das macht so hart keinen Sinn, ne? Aber es ist schade. Es ist schade, weil dadurch kann ich euch jetzt schon sagen, die vor uns werden auch in die Box gleich gehen. Und wenn die keine Trockenreifen holen, gewinnen wir das Rennen. Und das auf ganz entspannt. Und deswegen ein Fehler der KI. Weil die halt überhaupt nicht nachdenkt, ne? Oder überhaupt nicht flexibel handeln kann. Und dann nehmen wir hier einen Easy Win mit, den wir wahrscheinlich gar nicht aus eigener Kraft hätten schaffen können, das muss man ganz klar sagen. Aber einfach, weil die KI zu dämlich ist. Jetzt kann man eigentlich nur hoffen für den Realismus, dass Sainz und Russell sich gleich Mediums holen, weil dann wird es nochmal spannend. Sonst haben wir hier den Sieg geschenkt bekommen. Dann kann man nur sagen, danke KI, aber es ist halt, ja, nicht ganz so intelligent, wenn man merkt, dass die Strecke abtrocknet. Trotzdem stumpf an seinem Plan festzuhalten. Und ey, ich gehe trotzdem in die Box. Nee, so ist es eingestellt, so mache ich's. Ich sage ehrlich, mich nervt das, dass ich dann das Rennen hier auf ganz entspannt gewinne. Und das finde ich einfach, ich finde es dumm. Und ich habe halt auch keinen Bock zu sagen, ja gut, wenn die KI dumm ist, nehme ich, mache ich die Dummheit mit und gehe auch einfach in die Box und nehme Inters. Es macht halt keinen Sinn. So, Russell bleibt immerhin draußen, das macht schon mehr Sinn, genauso wie Sainz. Okay. Dann sitzt echt nur die anderen. Aber es macht halt trotzdem auch aus deren Sicht überhaupt keinen Sinn. Ja, da hättest du wirklich nach Runde 9 oder so sagen sollen, okay, ich hole mir neue Inters, um zu pushen. Oder warum sollte ein erstplatzierter Norris in die Box gehen, während es immer mehr abtrocknet und sich neue Inters holen, somit er dann gleich wieder in die Box muss. Das, naja, ich will nichts mehr dazu sagen. Reicht auch eigentlich, ne? Wir sind jetzt in der Box, Leute. Oh, Ocon ist ausgeschieden. Wir nehmen uns jetzt hier die Mediums. Wir sind die Ersten, die auf Trockenreifen gehen. Die Zeit war besser, als wir dachten. Wir gucken mal, ne? Sah eigentlich jetzt schon trockener aus. Das sollte klappen. Dann sind wir die Ersten hier mit Trockenreifen. Und vielleicht haben wir dann das große Glück, dass wir davon extrem profitieren können. Oh, jetzt sind alle an der Box. Jetzt sind alle an der Box und holen sich wohl die Trockenreifen. Ja, Russell natürlich auch. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 3,2 Sekunden. Aber Perez hat gewonnen auch, ne? Perez ist nämlich vor mir. Norris und Co. alle in der Box, also gerade die, die vor mir auch waren, ne? So wie Lando Norris und Co., die haben natürlich extrem verloren. Dadurch, dass die nochmal Intermediates geholt haben, das war halt nicht schlau. Das war abzusehen, dass man die Inters nicht nochmal braucht. Perez dagegen... Vordermann jetzt auf Mediums unterwegs. Ja, Perez dagegen hat es wahrscheinlich schlauer als ich gemacht, ne? Weil die Inters waren noch in der ersten Runde schneller. Hier war also dementsprechend mein versuchter Undercut nicht so gut, weil die Strecke noch ein bisschen zu nass war, auch mit den kalten Reifen dann. Also habe ich eine Position wieder verloren, aber gut, Top 4. Dadurch, dass Norris und Co. mir die Position mehr oder weniger geschenkt haben, dass die einfach in die Box gingen, ist auch okay. Auch wenn ich natürlich versuchen werde, nochmal an Perez ranzukommen. Aber es wird nicht einfach. Wir sind endlich im DRS-Fenster, Leute. Wir sind endlich im DRS-Fenster, aber ich weiß nicht, ob es reichen wird, um da wirklich nochmal zu attackieren. Wir werden schauen, weil der Red Bull ist so stark auf der Geraden einfach. Aber nicht nur auf dieser hier, sondern auch in dieser Passage gleich hier. Er gibt jetzt Gas, ich gebe Gas und er zieht mir so hart davon, ne? Das ist einfach Wahnsinn. Aber wir haben immerhin DRS. Ja, in der letzten Runde. Und wir gucken mal, wobei ich hier Zeit verloren habe eben. Ah, ist echt bitter. Aber einfach diese Straightline-Speed, die der Perez einfach als Vorteil hat, also allgemein die KI, die ist einfach krass, ne? Das ist einfach brutal. Komm, push dich da irgendwie ran. Schwierig. Schwierig bis fast unmöglich. Der ist. Ich lasse die Überholknopf-Power erstmal weg. Für die andere gerade.
wie irgendwie eine Mini-Chance. Aber guckt euch an, selbst mit DRS komme ich kaum ran. Selbst mit DRS bin ich kaum rangekommen. Habt ihr es gerade gesehen? Es war ganz einfach 6 Zehntel. Wozu habe ich denn das DRS? Er ist einfach ohne DRS so schnell wie ich mit DRS. Boah. Okay. Ah, Mann! So eine nervige Scheiße. Ah, das nervt mich schon das ganze Rennen einfach. Ihr habt es ja gerade gesehen. Das nervt mich schon das ganze verdammte Rennen, ey. Du hast einfach auf dieser Strecke, ist das einfach, hast keine Chance zu überholen. Hast einfach keine Chance zu überholen. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass einfach die KI viel zu unrealistisch schnell ist. Gerade auf diesen ersten Metern holen die dir 4, 5 Zehntel regulär. Da kommst du auch nicht ran, gar nichts. Ah, nerviges Rennen, ey. Dass ich überhaupt Vierter bin, liegt nur daran, dass die andere KIs da ziemlich dumm waren, sonst wären wir nur Siebter. Hier mal am Ende die Endplatzierung. Russell auf 1, sehr stark für ihn natürlich. Dann Sainz, Perez, wir auf 4 mit der schnellsten Runde immerhin. Norris, Verstappen, Leclerc, die hätte man alle drei, meine ich, nicht überholt. Punkt aus Ende. Also wenn die nicht so dämlich gewesen wären und einfach unnötig früh in die Box gekommen wären, mit den Intermediates, obwohl es schon nicht mehr geregnet hat, schon am Abtrocknen war, dann hätten wir die niemals überholt. Hier ist aber die KI halt nicht nur auf der Geraden viel zu schnell, sondern auch manchmal ziemlich dämlich. Aber gut, für uns sind es geschenkte Punkte, ansonsten hätten wir nur ja, 6 plus 1 Punkt, also 7. Naja, dann Piastri, Schwarzmann, Vettel und Co. Ich muss aber auch sagen, ich bin froh, dass die anderen, also Russell und Sainz und Perez, nicht so dämlich waren, weil einen Sieg so zu holen, macht dann auch nicht so viel Spaß, ne? Aber gut, in der Rangliste sind wir jetzt Erster, weil wir halt vor Verstappen waren. Russell aber auch extrem nah dran, ne? Also der ist auf Platz 3. Dann Leclerc, ne? Und der Rest fällt schon krass ab, Norris, Sainz und Co. Also sieht momentan eher nach einem Dreier, vielleicht Viererkampf aus, obwohl streicht das vielleicht auf jeden Fall nach einem Viererkampf. Aber die Saison ist noch jung, ne? Das, was ich aber auch abzeichne, ist, dass Mercedes immer weiter davonzieht. Das ist auch sehr schön als Team. Aber wir müssen mal gucken, wie die nächsten Rennen so laufen, ne? Ich meine, am Ende nicht die perfekten Bedingungen hier gehabt, trotzdem Platz 4 am Ende geholt, wieder eben eine Top-5-Platzierung, das 6. Rennen in Folge, ne? Also jedes Mal eine Top-5-Platzierung und dann kannst du auf jeden Fall Weltmeister werden, musst halt nur so konstant weiterfahren und ja, gehen mal ein bisschen vor hier, wir sind ja im Mai, da kriegen wir wahrscheinlich die 2 Updates, ne? Wenn sie dann durchgehen. Perfekt, beide Updates drinne. Und ja, Leute, dann geht es im nächsten Rennen dann im Rennen von Catalunya. Da hat man dann auch wieder normale Bedingungen, wo man auch normal überholen kann, auch wenn es eine Strecke ist, wo es nicht so einfach auf der Geraden ist, wegen der Schikane vorher. Aber gut, Leute, euer Veloz meldet sich ab und bye bye.